Hallo Freunde, heute wollen wir es mal am Anfang ein bisschen anders machen als sonst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie bei unserer täglichen Ukraine-Russland-Kriegsberichterstattung. Natürlich aus der Oliver News Agency. Bitte lassen Sie sich nicht triggern. Es ist alles nur gespielt. Oder auch nicht. Also, die Wahrheit ist, wir werden uns heute in diesem Video wieder unterhalten müssen über diesen Konflikt, den wir haben in Europa. Und wir müssen uns darüber unterhalten, ob das wirklich alles sinnvoll ist, was da um uns herum passiert. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch damit beschäftigen, was die Auswirkungen davon sein können, weil es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Der Weg zum, wie die westliche Welt in den Medien immer posaunt, zum Sieg, zum Endsieg der Ukraine, dieser Weg wird immer weiter. Die Wahrheit ist nämlich, dass trotz aller Bemühungen, neue Waffen, mehr Waffen, es keinerlei Anzeichen gibt, dass sich das Gleichgewicht in irgendeiner Art und Weise verschiebt. Die Waffen, die bisher geliefert worden sind, hatten ja mehr oder weniger nur eins zum Anlass, und zwar diesen Krieg zu verlängern. Dieser Krieg, der in vielen Teilen der Ukraine schon mehr oder weniger gewonnen ist von den Russen, er aber immer wieder neue Nahrung dadurch erhält, dass eben neue Dinge ausprobiert werden. Es werden neue Waffen geschickt, die gehen ein bisschen weiter. Sie dürfen nicht zu weit gehen, weil die Ukrainer haben verboten bekommen, auf russisches Gebiet zu schießen, weil dann wäre es ja nicht die berühmte Verteidigung, sondern wäre ja ein echter Kriegsfall. Ja, denn dann würden die Russen, das sehen sie jetzt schon so, wenn die Russen plötzlich auch international wohl im Recht und würden eben sagen, okay, das ist jetzt eine Kriegshandlung. Wir versuchen ja, wie immer, beides zu haben. Auf der einen Seite den Frieden, der uns ja so wichtig ist, und auf der anderen Seite den Krieg, der uns vielleicht noch viel wichtiger ist. Es geht ja um viel. Es geht einfach um die Vormachtstellung der westlichen Mächte. Wir fragen uns, wer ist denn das, diese westlichen Mächte? Und schauen uns das mal an. Also, ich habe etwas gelesen, was ich doch sehr spannend finde. Und zwar, wir hatten dieses G7, dieses G7-Treffen. Und das sind nun die Leader, die Führer, darf man nicht mehr sagen, also die Leader der westlichen Welt. Und die repräsentieren die wichtigsten Volkswirtschaften dieser Welt und stellen sich natürlich auch hin als Moralapostel der Welt. Sie selbst führen Kriege überall und der Lavrov hat sich ja hingestellt letztendlich in einer Pressekonferenz und hat gesagt, dass die Europäer sich gar keine Gedanken machen müssen, denn sie sollten einfach mal darüber nachdenken, die Ukraine wäre nicht in Europa, sondern vielleicht irgendwo in Afrika oder in Asien. Dann wird es ja keinen interessieren. Und vielleicht, dass die Ukrainer auch nicht Ukrainer wären, sondern vielleicht irgendwelche Palästinenser. Und dass die Russen nicht die Russen wären, sondern vielleicht die Amerikaner oder die, die beschossen werden, eben die Syrer oder die im Jemen oder was weiß ich. Also, natürlich sind alle Kriege schlecht, aber der Westen entscheidet, was ein guter Krieg ist und was ein schlechter Krieg ist. Das alleine ist schon furchtbar. Jetzt also diese G7 sind ja die USA, Kanada, Japan, England, Frankreich, Italien und Deutschland. Dieses also soll jetzt quasi das westliche System repräsentieren. Sie stülpen sich aber immer über, dass es die Welt repräsentieren soll.
also die moralische Führung der Welt. Leider oder Gott sei Dank haben sich aber diese Vorzeichen geändert. Das ist ja auch der Grund, warum diese ganzen Sanktionen im Augenblick gegen Russland nicht so wirken, wie der Westen das gerne hätte. Wir haben nämlich Folgendes. Vor 30 Jahren war die G7 noch wirtschaftlich 70% der Produktion, 70% der Welt. Heute, 2022, sind wir nur noch knapp über 40%. Bevölkerungstechnisch sind wir sowieso alle zusammen knapp unter 10%. Jetzt gibt es natürlich Stimmen, bisher jeder will seine Pfründe sichern, natürlich abgelehnt, aber es gibt Stimmen, zum Beispiel Kanada herauszuschmeißen und dafür Brasilien zu nehmen. Nach dem Motto in Anführungsstrichen, derselbe Kontinent ist ja das eine Süd, das andere Nordamerika. Nordamerika ist ja repräsentiert durch die USA. Und die Kanadier eben rauszuschmeißen und die Brasilianer reinzunehmen, weil es ja eine riesen Volkswirtschaft ist. Dann sagt man, weil wir wollen ja immer wieder mehr europäisch werden, man sollte doch einfach die Italiener, die Franzosen und die freundlichen Deutschen entfernen und dafür einen EU-Repräsentanten in dieses, weil wir sind ja die EU, in dieses Gremium aufnehmen. Und die zwei Plätze, die jetzt frei geworden sind, an China und Indien geben. Damit würden wir auch eben bevölkerungstechnisch und wirtschaftlich auf ganz andere, bessere Zahlen kommen. Natürlich ist das von vielen nicht gewollt, weil ja da in diesen neuen Mitgliedern ja viele dabei wären, die gar nicht diese westliche, moralinsaure Attitüde mitführen, dass der eine Krieg gut ist und der andere Krieg nicht gut ist, sondern die kümmern sich meistens mehr um sich. Daher sind sie auch die größten Profiteure natürlich, jetzt von den russischen Waren, also Öl, Gas etc. pp., die natürlich vornehmlich, es gibt neue Rekordwerte für Importe von russischen Waren nach China und Importe nach Indien. Also die gleichen das, was die EU nicht kaufen will, was die EU lieber teurer. Wir haben ja nun überall schon sehr hohe Preise bei Energie und Nahrungsmittel und arbeiten daran, dass sie noch höher werden. Da sind die Hauptprofiteure. Teilweise verkaufen sie diese Dinge ja dann wieder hintenrum an den Westen zu dem höheren Preis. Logischerweise der von uns hausgemacht ist. Es ist ja nicht so, als wäre plötzlich die Nachfrage nach Öl oder die Nachfrage nach Nahrungsmitteln so explodiert, sodass wir daher eine Inflation haben. Wir haben sogar teilweise in Ländern, wo es keinen Krieg gibt, Rekordernten im Getreide. Das heißt, Nahrungsmittel müssten billiger werden. Wir erlauben uns aber, diesen Krieg zu pushen und eben keinen Frieden zu stiften, und dadurch eben unsere Preise so nach oben zu treiben. Wer bezahlt's? Du und ich. Der eine kann es bezahlen, der andere kann es nicht bezahlen. Die, die es nicht bezahlen können, sind immer dieselben. Das sind die, die man so regelmäßig als Mittelstand und Armut etwas ärmere Menschen bezeichnet. Und das ist schade, weil die sind, wie wir ja wissen, in der Mehrheit. Das heißt, die angebliche Demokratie ist gar keine Demokratie, weil wenn wir nämlich die Wähler fragen würden, würden sicherlich 90% sagen, nein, wir möchten diesen Krieg nicht. Und die Politiker machen ihr Ding. Darüber sollte der eine oder andere mal nachdenken. Also was passiert jetzt? Im Augenblick hat die G7 jetzt Folgendes gesagt. Die G7 wird weiterhin, und sie suchen noch mehr, Sanktionen fahren gegen die Russen. Was hat das für Auswirkungen? Das hat die Auswirkung, dass das Budgetdefizit der Amerikaner nahe einem Rekordwert liegt und das Budget plus der Russen auf einem Rekordwert liegt, weil die zu hohen Preisen, wie schön ist das denn, an
viele freundliche andere Länder, die sich darüber freuen, dass sie es ein bisschen billiger bekommen von den Russen, verkaufen können. Das heißt, die haben eine Rekordwirtschaft. Der russische Wirtschaftsminister hat heute gesagt, er befürchtet, Achtung, eine Deflationsspirale. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir haben. Ja, die russische Zentralbankspräsidentin hat sich natürlich hingestellt und hat gesagt, nein, Deflation gar kein Thema. Aber wir sehen weiteren Spielraum für senkende Zinsen. Und die sind auch super zufrieden mit dem Rubel, weil der Rubel, der Herr Biden hatte ja Rubble gesagt, nach dem Motto, das ist Mist, das sind irgendwelche Trümmerstückchen. Ja, der Rubel tradet, vielleicht weiß es der eine oder andere nicht, auf einem 7-Jahres-Hoch. Das heißt, er ist so teuer wie die letzten 7 Jahre nicht. Das heißt, das russische Modell, darauf geantwortet zu haben, auf diese Sanktionen, läuft. Ja, bei denen läuft es, bei uns läuft es eben nicht. Auch darüber sollen wir nachdenken. Diese ganzen Sanktionen haben nur eins eben erreicht. Sie haben erreicht, dass die Russen engere Verbindungen eingegangen sind mit den Chinesen, was dem einen oder anderen Strategen sicherlich irgendwann mal negativ wieder auffallen wird. Und es gibt auch natürlich engere Verbindungen zu Afrika, weil viele Afrikaner ja nur über die russische Seite jetzt überhaupt zu Vorzugspreisen Öl und Ähnliches einkaufen können und natürlich auch Nahrungsmittel einkaufen können, weil bei denen brennt der Baum. Ja, in Afrika brennt der Baum. Wir hatten diesen arabischen Frühling, hatten wir 2014, 2015. Das war ja wegen der hohen Nahrungsmittelpreise. Und jetzt wird es noch schlimmer werden. Das heißt, wir freuen uns in Deutschland, also ich nicht, weil ich wohne nicht in Deutschland, aber ihr freut euch alle über Millionen neue Freunde, die aus den südlichen Anrainerstaaten in die EU streben mit aller Kraft. Wir werden also demnächst wahrscheinlich Rekordzahlen wieder sehen bei unseren freundlichen Einwanderern aus den südlichen Nachbarstaaten. Ja, ich hoffe, ihr freut euch schon alle darauf. Und diesmal müssen wir auch nicht alle mit feuchten Augen rumlaufen, weil die Frau Merkel gibt es nicht mehr. Wir können uns nicht über die Frau Merkel freuen, dass sie so menschlich ist. Ja, das ist ein Spaß. Und warten wir mal ab, wer sich dann hinstellt und sagt, wie die Sache jetzt plötzlich läuft. Also, wir haben diese Herausforderung, dass wir Dinge tun, die uns wehtun, wie wir so viele Dinge tun, obwohl sie uns wehtun, wie ja auch zum Beispiel unsere Energiewende. Aber es ist wichtig, dass wir das wissen. Im Übrigen empfehle ich euch mal auf YouTube, gibt es ein Video von John Mearsheimer. Er ist ein Professor in Chicago, glaube ich, ist das. Und er hat schon seit Jahren konsistent darauf hingewiesen, wie die Situation in der Ukraine ist und was die Konsequenzen daraus sind. Und genau das, nämlich dieser Krieg, der jetzt läuft, genau das hat er seit Jahren vorausgesagt. Natürlich nicht als Einziger, das war ja relativ eindeutig. Aber gerade weil jetzt die Liberalen in den USA ihn praktisch entfernen wollen aus dem öffentlichen Leben und auch von YouTube verbannen, sollte sich der eine oder andere, der Englisch spricht, sich das mal vielleicht angucken. So, jetzt haben wir noch die Situation. Weil wir möchten ja keinen Krieg. Das ist aber der NATO vollkommen egal, weil der Herr Stoltenberg macht ja immer Druck. Ja? Ich habe den noch nie reden hören, dass ich gesagt habe, das ist ja echt die Stimme der Vernunft. Nein, das ist der Kriegstreiber vor dem Herrn. Und der hat jetzt wieder angekündigt, dass die NATO-Einsatzkräfte, also die sofort immer am Start sein können, dass die massiv erhöht werden. Und zwar um 650%. In Worten von 40.000 im Augenblick immer einsatzfähigen NATO-Soldaten
möchte er die Truppe auf über 300.000 immer sofort einsatzfähigen NATO-Soldaten aufstocken. Es wird erwartet, dass natürlich, wenn das jetzt losgeht, die Amerikaner haben beschlossen, dass jetzt Polen ein weiteres Zentrum wird der US-Streitkräfte in Europa. Wir werden also eine neue Basis bauen in Polen und die Streitkräfte der Amerikaner in Polen werden also deutlich erhöht werden. Den Polen ist das sicherlich super recht. Ja, die sind ja in der Geschichte gewohnt und ja, das ist Ironie, dass man sich auf diese Großmächte verlassen kann. Ja, die waren ja schon mal in der Bredouille und sind ja schon mal mit dem ganzen Land verschoben worden. Ihr wisst das ja alle, weil ihr euch um Geschichte natürlich interessiert und auch kümmert. So, er will das also erhöhen und wo werden wohl jetzt im Augenblick Truppen gebraucht? Aus Sicht der NATO? Natürlich in Litauen. Warum? Warum brauchen wir die da? Wegen Kaliningrad. Wir wollen da ja aufpassen, dass die Russen jetzt keine Landbrücke da noch reinbauen, um ihre Enklave zu schützen, sondern wollen die ja mit allen Mitteln stören. Also, das ist der Plan. Und dieser Plan ist so ein bisschen schwierig, weil die Russen haben schon angekündigt, die Krim wird immer russisch bleiben. Das haben sie sich jetzt also entschieden. Hatten sie auch vorher schon, aber sie wollten das ja vorher über Leasing- und Pachtverträge machen. Der Westen hat sie gezwungen, da jetzt Nägel mit Köpfen zu machen und das schon vor vielen Jahren eben mit Truppen zu tun und inzwischen ja auch mit dieser Landbrücke, weil anders es ja nicht geht, weil die NATO ja immer weiter ranrückt. Die Türken sind eingeknickt. Die Türken haben sich jetzt hingestellt und haben gesagt, jawohl, Schweden und Finnland können in die NATO rein, wir sind jetzt okay. Angeblich hat es keine Gegenleistung gegeben, außer dass die Schweden sich verpflichtet haben, Terroristen, das heißt also Kurden, in einer Art und Weise dann eben nicht mehr in ihrem Land rumlaufen zu lassen. Das wird auch noch spannend, wie das dann wirklich abläuft. Aber diese Entscheidung verlängert die Grenze zwischen der NATO und Russland um das Doppelte. Das heißt, die Grenze, die zu schützen ist, auf Seite der Russen natürlich, weil die Grenze gab es vorher nicht, zu Feindesstaaten, jetzt werden sie durch den NATO-Beitritt Feindesstaaten, hat sich verdoppelt. Heißt, die Russen werden Truppen dorthin verlegen, haben schon gesagt, dass sie auch bestimmte Waffengattungen natürlich dort hin verlegen werden, damit das Gleichgewicht erhalten bleibt. Dieses berühmte Gleichgewicht, was der Westen ja immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt. Und die Russen bringen das Gleichgewicht wieder. Und natürlich geht es da auch wieder um Atomwaffen. Ja? Wir hatten ja im baltischen Raum bisher keine Atomwaffen. Und angeblich zumindest wurde das immer auch von den Russen respektiert und deswegen gab es da auch keine Atomwaffen auf der Gegenseite. Und jetzt werden eben ein paar Atomwaffen wieder durchs Land gefahren und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal einer auf so einen Knopf drückt, wird damit immer größer. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das ist also das, was zu sehen ist. Zusätzlich noch natürlich, wir wollen auch kein Gold mehr haben. Aus Russland. Problem ist natürlich auch da. Russland ist der zweitgrößte Goldproduzent und aus meiner Sicht ist es ziemlich schwierig zu erkennen, wo das Gold nun herkommt. Es ist keine neue Entwicklung, sondern schon der Handelsplatz in London hat schon im März reagiert und hat gesagt, wegen des Krieges, wir wollen da kein russisches Gold mehr annehmen, keins mehr lagern, keins mehr handeln. Das ist also keine neue Entwicklung. Die Russen, denen ist vollkommen egal, weil wer sich ein bisschen im Goldmarkt auskennt, weiß, dass sowohl Russland natürlich, die behalten größtenteils auch ihr eigenes Gold, als auch China, als auch Indien, das sind die Goldkäufer. Der Westen ist im Grunde kein Goldkäufer.
hängt damit zusammen, dass eben so Leute wie der Warren Buffett sich eben immer schon hingestellt haben und gesagt haben, Gold bringt keine Rendite, gibt keine Zinsen, braucht kein Gold, können wir das Gold verkaufen. Andere Leute sehen es als Stabilität, so wie ja auch bei Bitcoin genauso. Wir sind nicht so interessiert an Stabilität, wir sind mehr an Instabilität interessiert und haben so mit Rohstoffen nicht so viel am Hut. Das wird jetzt das Problem, weil sowohl die Russen als auch die Chinesen als auch viele andere asiatische und afrikanische Länder, die Rohstoffe haben, möchten jetzt eher ein rohstoffbasiertes Währungssystem. Das wird demnächst noch ein Riesenspaß werden, vor allen Dingen, weil wir monströs überschuldet sind und die Russen eben nicht, die Chinesen eben auch nicht. Und dann werden wir am Ende sehen, ob es besser war, mit irgendwelchem Papiergeld Schulden aufzuhäufen oder ob es besser war, eher zu sparen und mit Rohstoffen die Wirtschaft zu unterstützen. Ja, das ist also die, die Situation im Augenblick. G7 versucht auch China ein bisschen Paroli zu bieten. Sie haben sich nämlich jetzt hingestellt und haben gesagt, wir machen einen Infrastrukturplan, 600 Milliarden Euro. Die Chinesen machen das seit 2013, diese neue Silk Road, die sie dann machen, diese neue Seidenstraße, wo sie eben asiatischen und afrikanischen Ländern helfen, teilweise auch europäischen Ländern helfen, Hafen in Griechenland oder so, auch Bemühungen hier in Zypern und so weiter und so fort. Die Chinesen sind überall am Start. Der Westen wacht jetzt auf, weil sie jetzt ein bisschen nervös werden und wollen jetzt Infrastrukturmaßnahmen für diese, nennen wir es mal, Entwicklungsländer starten. Das wird alles sehr interessant werden, vor allen Dingen, wer es bezahlt und wer es vor allen Dingen bezahlen kann, weil wir uns ja selber ins Knie schießen. Als letztes noch eine vielleicht sogar lustige Meldung. Die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, hat demnächst mit einer Sache mehr zu kämpfen. Bisher gab es das doppelte Mandat, und zwar Preisstabilität und dass der Arbeitsmarkt, dass also Vollbeschäftigung am Start war. Ja, Full Employment, Vollbeschäftigung. Jetzt bekommen sie eine weitere Aufgabe, und zwar sollen sie auf, wie nennt man das jetzt? Sie sollen auf rassenbasierte und soziale Gerechtigkeit achten. Das möchte ich mal sehen, wie das funktioniert. Denn das geht ja im Grunde nur dadurch, dass ich zum Beispiel unterschiedliche Zinssätze einführe für Leute, die eben mehr Pigmente haben und Leute, die weniger Pigmente haben. Denn heutzutage darf man nicht mehr sagen, schwarz und gelb und weiß und braun und hin und her. Aber das ist das, was dort jetzt gefordert wird im Parlament von den Amerikanern. Die gehen also weiter diesen Weg, Empörungsgesellschaft, Regelung, mehr Regelung und wollen da eben dieses Fass aufmachen, dass Leute, die angeblich unterprivilegiert sind, jetzt überprivilegiert werden, indem man ihnen besondere Boni zur Verfügung steht. Und das soll Mandat der Notenbank werden. Da kommen sehr spannende Zeiten auf uns zu. Ja, und wir sehen das ja auch in anderen Bereichen. Ja, Abtreibung im Moment in den USA, da könnte man ja auch wieder 5 Videos darüber machen, weil das Recht auf den Körper und hin und her und tralala, wir hatten das doch gerade mit den Impfungen, da wurde es ja irgendwie nicht so akzeptiert und jetzt sollen wir es aber da wieder akzeptieren. Also da ist so vieles, wo ich als normal denkender Mensch immer so aus dem Gleichgewicht komme. Und da ich jetzt aus dem Gleichgewicht bin und ihr hoffentlich auch und vielleicht ihr den einen oder anderen Kommentar da schreiben möchtet, damit ich ein bisschen mehr Input bekomme von euch, freue ich mich darauf, euch bald wiederzusehen. Vielen Dank. Tschüss.